Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Am Samstagmorgen hat Tengelmann-Chef Karl Erivan Haub sein Hotel in Zermatt verlassen. Der 58-Jährige nahm die erste Bahn zum Kleinmatterhorn. Die Bergstation liegt auf rund 3.800 Metern Höhe. Gegen 8.33 Uhr wurde hier das letzte Signal seines Handys empfangen. Seitdem wird Haub vermisst. Und die Suche in dem riesigen Alpengebiet ist denkbar schwierig. Bei Schneesturm und eisigen Temperaturen berichten die Einsatzkräfte. Zudem weiß niemand, ob Haub auf der deutschen oder der Schweizer Seite des Berges abgefahren ist. Es wurde mit allen technischen Mitteln gearbeitet, lawinenverschütteten Suchgeräte, große Antennen, wo man unten am Hubschrauber anhängen kann. Nachdem all das keine Resultate brachte, hatten wir auch Bodentruppen unterwegs. Die haben systematisch auch Spalten, Gletscherspalten abgesucht, wo man also die Leute in die Spalten abgeseilt hat. Gleichzeitig wurden Hubschrauber aktiviert mit Wärmebildkameras. Haub war offenbar nur mit Rennanzug und Windjacke bekleidet. Die Chancen, den Verschollenen noch lebend zu finden, schwinden von Stunde zu Stunde. Zumal noch niemand weiß, was ihm genau widerfahren ist. Sie müssen unterscheiden zwischen einer Lawinenverschüttung. Da haben wir das Problem des Sauerstoffmangels und des Erstickens häufig und weniger der Unterkühlung. Im Hochgebirge bzw. ein Tourengänger, der unter Umständen in eine Gletscherspalte stürzt, haben wir zwei Probleme. Einmal das mögliche Verletzungsmuster, was wir jetzt noch nicht kennen, und zweitens die Unterkühlung. Dabei gilt der Tengelmann-Erbe als erfahrener Alpinist. Er wollte offenbar für das Traditionsskirennen Patrouille de Glacier trainieren.